Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Sinne 2012. Hinsehen lohnt sich auf Schweiz 5. Wie immer oder auch das letzte Mal habe ich auch heute wieder einen interessanten Gast. Da komme ich gleich drauf. Als erstes möchte ich noch einige Sachen in eigener Regie loswerden. Und zwar geht es darum, Sinne 2012 ist ein Portal für Veranstaltungen, wie Sie bereits wissen. Und diesen Monat haben wir noch einiges vor. Als erstes am 19. April in Bern läuft der Film Good Food, Bad Food, ein Film, der aufklärt über verschiedene landwirtschaftliche Möglichkeiten, der aufzeigt, dass eigentlich die ganze Weltbevölkerung ausschließlich biologisch und naturnah ernährt werden könnte. Es lohnt sich, melden Sie sich an, die Plätze sind beschränkt. Als zweites ein sehr großes Highlight am 25. April in Thun. Einmalig ist dieser Vortrag, Sie kennen ihn bereits aus den Sendungen von Norbert, von Time to Do, der Severino Sacitananda. Er hat sehr viel Resonanz und Reaktionen ausgelöst nach den Sendungen, eigentlich bis heute. Und wir haben die Ehre, ihn als einzigen in der Schweiz in diesem Jahr zum Vortrag zu haben. Und auch hier, die Plätze sind beschränkt. Melden Sie sich an, so schnell wie möglich. Wir haben schon einige Anmeldungen und würden uns freuen, auch Sie dabei zu haben. Das wäre mal so das Erste zum Thema Sinne 2012. Im Weiteren möchte ich Ihnen noch einmal, ich habe das schon mal in einer Sendung beim Norbert auch gemacht, möchte ich Ihnen noch einmal die Klarheit, das Magazin vom Alpenparlament ans Herz legen. Sie können das bestellen auf der Internetseite vom Alpenparlament. Wie Sie sehen, haben wir auch hier wieder diesen Monat, es ist ganz neu rausgekommen, spannende Themen. Es geht zum größten Teil um Krankheit, vor allem um die Krankheit Krebs, die in den letzten Jahren massive Dimensionen angenommen hat, eigentlich für schulmedizinische Erklärungen sehr unwahrscheinlich, diese Steigerungen, die wir von Jahr zu Jahr erleben. Wir haben hier verschiedene Themen drin. Wie entsteht Krebs? Wie kann ich damit umgehen? Und was ist die Krankheit überhaupt? In diesem Sinne komme ich heute auch zu meinem Gast. Wir haben heute auch wieder ein Thema, was um Gesundheit und um Krankheit natürlich auch geht. Es geht darum, die Mentalmedizin mit unserem Gast, der heute bei uns ist, der Andreas Lütti. Er ist Mentalsomatiker, Ursachenforscher, Kommunikations- und Mentalcoach. Er ist Autor mehrerer Erfolgsbücher im eigenen Verlag und Inhaber der Internationalen Schule für Mentalmedizin und Lebenstherapie. Er ist aber auch Erfinder der Mentalmedizin, das Original, ein geschützter Titel. Sie werden heute sehr, sehr gespannt zuhören. Wir werden sehr spannende Themen aufgreifen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir bist. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass wir da diese Sendung miteinander machen können. Und meine erste Frage geht schon mal Richtung Krankheit. Was ist Krankheit? Gibt es überhaupt Krankheit? Heino, ich danke dir ganz herzlich. Ich freue mich sehr, heute hier im Studio bei dir zu sein. Wir haben ein sehr interessantes Thema und auch eine interessante Frage. Klar gibt es Krankheiten oder Krankheit gibt es auf jeden Fall. Wenn man schaut, wir haben heute etwa 1000 Krankheiten, die wir kennen, und etwa 44.000 Symptome. Also haben wir viel Arbeit heute Abend, das zum Ansehen. Eine Krankheit, ganz einfach erklärt, ist nichts anderes als eine Disharmonie im Leben eines Menschen. Und wir haben viele Menschen, die leider in Disharmonie leben. Weil sie haben verlernt zu leben, ganz einfach. Wie soll man das heute noch machen in diesem Stress in unserer Gesellschaft? Arbeiten, schlafen, essen, arbeiten, vielleicht noch ein wenig Kinder versorgen. Ich denke, siehst du das auch so, es ist eine krankmachende Gesellschaft, die wir selbst produziert haben.
wenn wir uns natürlich krank machen lassen, dann bin ich mit dir einverstanden. Wenn du aber beginnst, dein eigenes Leben zu leben, deine Mission zu erfüllen und auch mal zu schauen, warum sind wir überhaupt hier auf dem Planeten, dann muss das nicht sein, dass wir krank werden. Denn vergiss nie, 99,99% aller Säuglinge, aller Babys, die auf die Welt kommen, die kommen gesund auf die Welt. Also fragt man sich, wann werden wir denn krank? Du sagst, 99,9% der Babys kommen gesund auf die Welt. Kann man das heute auch noch so sehen, wenn wir wissen, dass ja schon viele Kinder eigentlich auch mit Allergien, eventuell schon mit Krebserkrankungen, Leukämie bei Babys, auch häufig verbreitet, immer mehr zur Welt kommen? Kann das nicht auch schon, wenn man davon ausgeht, dass die Babys ein Spiegel der Eltern oder besser gesagt der Mutter sind, dass sie eigentlich schon über die Lebensweise der Mutter die Krankheit mit ins Leben kriegen? Zum Teil natürlich. Aber am Anfang sind die Kinder doch, viele Kinder sind gesund, die meisten Kinder sind gesund. Meine Tochter kam mit Neurodermitis auf die Welt, für mich ein Schock damals. Und ich habe eigentlich durch meine Tochter, durch Simona, habe ich gelernt, diesen Beruf, den ich heute habe, auszuführen, zu lernen, zu verstehen, was dahinter steckt. Ich denke, es ist wichtig, was du gesagt hast, dass viele Krankheiten der Kinder, und das ist interessant aus der Tiere, immer Spiegel sind der Erwachsenen. Und da werden wir heute Abend sicher Zeit haben und auch die Möglichkeit haben, solche Krankheiten anzuschauen, dass die Eltern besser schauen müssen, wenn ein Kind krank wird, wo sind wir in einer Disharmonie. Kinder sind Spiegel der Eltern. Auf jeden Fall Spiegel der Eltern, Spiegel der Gesellschaft auch, eigentlich. Klar. Und da kommen wir ja auch, wie in der Klarheit, den Krebs eigentlich, was auch bei dir ein großes Thema ist. Ein großes Thema. In deiner Praxis, in den Therapien hast du viele Krebspatienten. Da kann ich mir vorstellen, sind auch jüngere Krebspatienten dabei, eben auch Kinder. Wie kann man sich das erklären, dass in den letzten Jahren, circa 50 Jahre habe ich Zahlen gehört, vor 50 Jahren war es jeder 250. der Krebs erkrankte und auch starb, und heute ist es jeder Dritte. Wie kann man sich diese massive Entwicklung erklären? Es gibt 100 Erklärungen. Ich bin aber überzeugt, dass wir absolut auf dem Holzweg sind mit diesen Erklärungen. Man müsste sich mal überlegen, was will die göttliche Macht, wenn man auch das erwähnen darf, uns mit dieser Krankheit zeigen? Sind wir wirklich vom Weg abgekommen? Haben wir wirklich verlernt, Mensch zu sein? Haben wir verlernt, unser Leben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Leben zu leben? Ist es eine Botschaft, dass wir umkehren müssen und dass diese Krankheit unheilbar sein wird, solange wir den falschen Weg beschreiten? Krebs, wenn man das ganz klar anschaut, ist das immer eine mangelnde Liebe, eine mangelnde Zärtlichkeit, eine mangelnde Zuneigung zu sich selber. Selbstliebe. Absolut. Absolut. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Also zuerst komme ich dran. Genau. Ja. Weil wenn man die Frauen heute betrachtet, die nicht nur ein einfaches Leben haben, weil die Frauen werden viel unter Druck gesetzt mit den Gesetzen, mit den Männern, mit ihrem Leben, das sie haben. Und wenn man da schaut, die Frauen sind da prädestiniert für diese Krebskrankheit. Vor allem, wenn wir ganz klar schauen, der Brustkrebs, der ist riesig. Wir haben in der Schweiz jede 8. Schweizerin, die betroffen ist mit Brustkrebs. Und da kannst du schauen, Heino, das hat immer auch mit Yin Yang zu tun. Weil das ist klar, es gibt nichts am Körper, das so klar zum Vorschein kommt wie Yin Yang, wie Brust. Es sollte ja eigentlich, das ist der Ausgleich. Der Körper schafft sich den Ausgleich, und wenn irgendwo ein Ungleichgewicht ist, sucht er den Ausgleich, und das kann halt vielfach in einer Krankheit, wie soll ich sagen, ausarten oder manifestieren. Ja, genau. Und einem so eigentlich den Weg zeigen, was anderes zu tun im Leben, den Job zu kündigen, was auch immer da auch anfällt. Da sind wir eigentlich auch beim Thema, was wir heute haben, was Krankheiten wirklich bedeuten oder und Krankheiten als Botschafter. Das ist eigentlich die Message, eine Krankheit sollte eine Botschaft sein und nicht ein Todesurteil.
Ich finde das wunderschön, dass du das sagst. Für viele Menschen aber, die im Spital sind, in der Onkologie, und da heißt es, sie haben diesen und diesen Krebs, sie haben noch so lange zu leben, dann ist es ein Todesurteil. Das Verrückteste ist, dass das nicht stimmt. Denn wenn man ganz klar hinter die Kulisse schaut, warum dieser Krebs in dieses Menschenleben gekommen ist, dann müsste man eigentlich alles umkrempeln. Dann müssten wir alle zusammen umdenken lernen, was das heißen würde, den Krebs als das zu betrachten, was er wirklich ist. Als Botschaft für uns Menschen zu erkennen, wo wir uns ändern sollen. Wenn wir unseren Körper betrachten, werden sicher heute Abend noch einige Male dazukommen, um das auch zu besprechen. Unser Körper ist eine Faszination. Wenn du denkst, was da alles funktioniert, wie das funktioniert, dass wir diesen Körper viel besser kennenlernen müssen. Und das geht nicht nur über Anatomie, sondern auch über die Abwicklung, über alles, was dahinter steckt. Das ist die eine Seite. Das ist die Seite der Materie. Aber wir haben alle vergessen, dass die Materie ein kleinster Teil unseres Lebens ist. Dass die geistige Welt, das geistig-seelische im Körper, und das kann man unbestritten heute sagen, wir haben ein System von Körper, Geist und Seele. Und wenn wir das abstreiten, wenn wir das nicht beachten, dann beachten wir das meiste nicht und wir können Krebs unmöglich heilen. Ist aber die Möglichkeit gegeben, dass wir schauen, was bedeutet das Organ, wo der Krebs kommt. Die linke Seite, die rechte Seite, hinten oder vorne. Und wenn wir da in diese Tiefe hineingehen, dann wird uns klar, jeder Mensch, mit dem du sprichst, der diese Krankheit hat, wird sich klar daran erinnern, ich bin von meinem Weg abgekommen. Wäre ja eigentlich schön, ich denke, das sind viele Patienten, die dann in letzter Konsequenz zum Teil auch zu dir kommen. Ja. Die haben dann endlich gemerkt, dass es einen anderen Weg geben muss. Leider ist es ja so, dass sehr viele Menschen im Spital bei den Ärzten in der Pharmamedizin drinstecken. Und ich weiß nicht, ob sie manchmal im Innersten fühlen und wissen, dass was falsch ist, aber trotzdem da bleiben. Wie können wir diesen Menschen eventuell aus diesem Hamsterrad raushelfen, dass sie den Mut haben, einen anderen Weg einzuschlagen? Und was ich hier vielleicht noch sagen muss, wir wollen hier nicht sagen, verlass die Schulmedizin. Nein. Auf keinen Fall. Es geht hier darum, dass wir verschiedene Aspekte im Leben, und da gehört eben Materie, Körper, Geist und Seele, in einen Topf geworfen und alles miteinander betrachtet. Und auf keinen Fall nur das Mentale, Nein. nur das Geistige Nein. oder nur das Materielle. Nein. Da sind wir falsch. Aber wir wollen niemandem anraten, auf keinen Fall, dass wir von der Schulmedizin abraten. Nein. Es muss gemeinsame Wege geben. Ich mache diese Mentalmedizin seit 12 Jahren. Ich bin von Beruf Ursachenforscher. Und wenn du das machst, Heino, dann hast du jeden Tag mit Menschen zu tun, die Probleme haben, die Sorgen haben, die Schwierigkeiten haben. Und wenn wir einfach nur den Körper behandeln und nur auf den Körper losgehen, haben wir ein Problem. Wir haben nicht alles, das heißt die Ganzheit, berücksichtigt. Und in Zukunft wird es so sein, dass es gibt keine Diskussion, dass die Zusammenarbeit mit Ärzten, Psychologen, Psychiatern, Ursachenforschern, Mentalmediziner, das wird ein Team sein. Ja. Ich strebe an, in Zukunft ein Tumorzentrum zu bauen, wo wir eine Stiftung machen, wo wir die Pharmaindustrie, wo wir die Ärzte, die Professoren, die Onkologen mit einbeziehen in dieses Lösen dieses Weltproblems. Sehr schön. Krebs ist ein Weltproblem. Ich habe den Namen Krebs nicht gern. Ja. Ich finde die Erfindung dieses Mannes, der das gemacht hat, der war Hippokrates, der hat diesen Namen erfunden. Ich finde diesen Namen eine Beleidigung an alle Tiere. Wir haben 4000 Tiere, die Krebs heißen. Wir haben bei uns im Kanton Bern sogar eine Firma, also das heißt Firmen auch, oder auch Leute, die Krebs heißen. Okay. Erich von Däniken sagt sogar, es gibt einen Krebsnebel. Ja, und es gibt sogar Sternzeichen mit dem Wort Krebs. Wir müssen uns viel, viel mehr auf das Thema Tumor spezialisieren. Oder vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir in Zukunft eine neue
Idee entwickeln. Mhm. Ich möchte nicht den lateinischen Namen nehmen, sondern eine Idee, die wirklich beschreibt, was der Tumor oder der Krebs wirklich ist. Mhm. In diesen 12 Jahren habe ich immer wieder gesagt, an meinen vielen, vielen Vorträgen im Ausland und in der Schweiz, ich strebe eine Zusammenarbeit an mit dem Schulmediziner, mit dem Onkologen, mit all den Leuten, die sich mit dieser Krankheit beschäftigen. Weil wir sind, und das darf man ehrlich sagen, wir sind noch nirgends. Weil die Todesfallrate, die ist heute ungefähr noch 27-28%. Das nicht muss man ganz nein, das ist die Todesfallrate. 1900 haben wir 2% gehabt. Also die ist gestiegen. Also von Krebspatienten? Nur, ich spreche nur von Krebspatienten. Nur von Krebspatienten? Ja, genau. Und das sind nur 28%. Ich dachte jetzt persönlich eigentlich, es sei jeder dritte Mensch stirbt an Krebs. Ach so, aber das ist dann wieder auf die ganze Gesellschaft eigentlich bezogen. Jeder dritte Mensch, das stimmt, diese Zahl kenne ich auch. Aber von den Erkrankten, die die Diagnose Krebs haben, ist ja die Zahl der Sterbenden um die 80-90%. Wahnsinn, das ist verrückt, also Wahnsinn. Genau. Und viele, die da, es ist ja auch so, dass in der die Chemotherapie, die heute ja hauptsächlich eingesetzt wird, oder die Bestrahlung, dass man da davon ausgehen kann oder dass auch so gerechnet wird, wer ein Jahr nach der Chemotherapie noch gesund ist, der gilt als geheilt von der Chemotherapie, auch wenn er im 13. Monat stirbt. Er war ein Überlebender. Also sowas von, finde kein Wort dafür. Es ist eine verrückte Geschichte, im Grunde genommen. Ich denke einfach, das Wichtigste ist, wir müssen unser Denken umstellen. Und wenn wir von Denken sprechen, spreche ich natürlich von der mentalen Medizin. Wie komme ich überhaupt auf dieses Wort, das als geschützter Titel hier in der Schweiz eingetragen ist, als die Mentalmedizin, das Original? Ich bin selber Mentalcoach, Mentaltrainer, beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Denken. Und das Verrückteste ist, dass wir nie gelernt haben, richtig zu denken. Ja? Wenn du denkst, und wir denken schon wieder, dann müssen wir auch mal Zahlen nennen. Wir denken so pro Tag ungefähr 15.000 bis 50.000 Gedanken. Pro Minute gibt das etwa 8 Gedanken. Und bei vielen Menschen ist leider dieses Gedankengut negativ. Das ist sehr verkümmert eigentlich schon. Der ganze Wortschatz ist zurückgegangen. Die Philosophie hinter den Worten ist verloren gegangen. Genau. Viel wurde über Medien und das ganze Wischwasch, was wir da heute um uns haben, wurden die Wörter verdreht, haben falsche Bedeutungen. Sicher. Und ist das auch ein Grund, dass wir mehr krank werden, weil wir Wörter ungeachtet ihrer Bedeutung einsetzen? Ja, in der Semantik lernt man ja, und es ist schade, dass das kein Schulfach ist, lernt man die Wörter zu deuten und auch die Bedeutung zu sehen. Ich möchte nicht gerade sagen, dass die Krankheiten so entstehen. Die Krankheiten entstehen, weil wir nicht mehr kommunizieren. Wir sind in einer Kommunikationsgesellschaft, 21. Jahrhundert, und wir sprechen nicht zusammen. Ich kenne viele Ehepaare, die sprechen, die können nicht mehr zusammen sprechen. Die können nicht mehr mit ihren Kindern sprechen. Ich kenne viele Firmen, die haben viele Probleme, dass der Mitarbeiter nicht mit dem Chef sprechen kann oder der Chef mit dem Mitarbeiter. Ich habe viele, viele Leute in meiner Praxis, die mir das klagen auch. Die Disharmonie, die nimmt so zu. Die mentale Medizin sagt uns ganz klar, wir denken uns unsere Krankheit an. Und wenn wir unsere Krankheit andenken können, so können wir sie logischerweise auch wegdenken. Also kann es auch sein, eigentlich, ich denke die Krankheit an. Und ich höre ja, wenn ich ins Fernsehen schaue, in die Zeitung schaue, überall lese ich nur noch von Krankheiten, von Krieg, von Schmerz, von eigentlich nur negative Sachen. Die Menschen beschäftigen sich. Eigentlich morgens steht man auf, liest die Zeitung. In vielen Haushalten läuft schon mal der Fernsehen an und die ersten schlechten Nachrichten kommen. Also der Tag ist eigentlich programmiert zum negativen Denken. Absolut. Jetzt fragt man sich natürlich, könnte das gesteuert sein? Fragt man sich. Oder muss ich mich als Mentalmediziner fragen, ist das gesteuert? Könnte das sein? Wer hätte Interesse, das so zu organisieren?
Weil jeder weiß, jedes Kind weiß heute, dass negative Gedanken auch negative Gefühle entwickeln. Und das kann man mit 100 Tests kann man das zeigen, dass negative Gefühle kraftraubend sind und dass negative Gefühle, negative Gedanken Krankheiten entstehen lassen. Mhm. Das ist klar. Aber das Verrückteste ist, dass da nichts gemacht wird. Ich bin weit und breit einzig in der Ursachenforschung, wo wir sehen, und das kann man am besten machen beim Klienten, wir sagen nicht Patient, ich habe den Namen nicht gern, beim Klienten selber, wenn man mit ihm spricht. Indem, dass man ihn mal anspricht und sagt, was ist im Moment dein größtes Problem? Ja. Und das Verrückteste ist, dass er ehrlich dir sagt, was ihn beschäftigt. Weil er das erste Mal vielleicht gefragt wird. Das werde ich nicht gefragt, wenn ich zum Arzt gehe. Nein, da, wo es interessiert auch kein Mensch dort. Ja. Weil dort interessiert die Krankheit. Und jetzt kommen wir zum großen Unterschied zwischen der normalen Medizin und der Schulmedizin und auch der Mentalmedizin. Mich interessiert die Krankheit schon, aber mich interessiert der Mensch dahinter, weil ich denke ganzheitlich. Ja. Und ich möchte gerne diesen Menschen helfen, dass sie aus dieser Misere, aus diesem Loch, aus diesen problematischen Situationen rauskommen. Und hallo, das Verrückteste ist, dass das oft nicht riesige Dinge sind, sondern lapidare kleine Dinge, die sich mit der Zeit wie ein Geschwür da ins Denken reinfressen. Und ich habe gesagt, Geschwür, der Tumor ist dann vorprogrammiert. Ja. Ja. Wenn wir nicht lernen, und zwar jeder Therapeut, jeder Arzt, jeder Psychologe und Psychiater, und jetzt spreche ich eine Generation voraus, wenn wir nicht lernen, den Menschen den Weg zu zeigen durch die Krankheit, werden wir die Krankheiten nicht besiegen können. Die werden immer stärker. Es gibt immer mehr Krankheiten. Ja? Ich habe dir gesagt, 44.000 Symptome. Muss ja ein verrückter Körper sein, der so etwas zeigen kann. Unglaublich. Und wenn man ganz klar in die Geschichte reinschaut, dieser Mentalmedizin, erkennen wir in jedem Organ die Sprache dieses Organs. Zum Beispiel die Harnblase. Was ist die Harnblase? Für was brauchen wir die? Das ist ein Auffangbehälter von altem Mist, altem Seich. Auf Schweizerdeutsch gesagt. Ja. Und wenn du dies als Frau, als ältere Frau diesen alten Mist immer in dich hineinfrisst, dann musst du dich nicht wundern, wenn diese Blase plötzlich nachlässt, die Muskeln nachlässt und das Tröpfeln dann in das Leben dieses Menschen kommt. Das ist die Erkenntnis. Und das Verrückteste ist, es gibt Wunder, Heino. Es gibt diese Wunder. Und ich habe die x-mal in meinem Leben erkannt. Aber jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Die Menschen meinen, wenn sie zum Arzt gehen, der Arzt ist ein Wunderheiler und der nimmt mir die Krankheit und der Schmerz weg, ohne dass ich etwas tun muss. Das ist die Verantwortung abgeben. Genau. Und zwar nur, und das haben wir heute eigentlich im ganzen Lebensbereich. Überall wird die Verantwortung abgegeben. Über die Kinder, immer wie früher gehen die weg. Beim Arzt, bei der Ernährung. Überall. Der Staat, der Arzt und wer, der Chef und wer auch immer, der schaut dann schon, dass gut kommt. Und dann haben wir noch die Krankenkassen, die, die das auch machen. Die machen das genau Gleiche. Schau, wir haben uns heute vorgenommen, dass wir über die mentale Gesundheit sprechen. Du weißt, ich bin absoluter Asiaten-Fan. Ich gehe nicht einig mit den Asiaten, wenn es um Menschenrechte geht in China. Ehrlich. Aber ich bewundere China. China hat als erstes Land der Welt die mentale Gesundheit in der Verfassung verankert. Und das vor zweieinhalb Jahren. Warum? Weil die können das nicht mehr bezahlen. Das ist zu teuer. Wenn du über 1 Milliarde Menschen, 1,5 Milliarden Menschen hast und diese Menschen die Verantwortung nicht übernehmen, dann gibt es diesen Kollaps, auf den wir zusteuern. Wir haben über 60 Milliarden Franken heute Krankheitskosten. Und bitte, kommt nie mehr mit dem Wort Gesundheitskosten. Und in der Politik sehr schön, oder? Aber es sind keine Gesundheitskosten, sondern es sind Krankheitskosten. Wir haben auch ein Krankensystem und nicht ein Gesundheitssystem. Und es ist schade, eigentlich, wenn man denkt.
Also was heißt das? Wir müssen ganz klar lernen, dass diese mentale Gesundheit wir auch in der Schweiz einführen sollten und müssen. Und das vom Bundesrat gesteuert. Das ist für mich eine wichtige Geschichte. Und wenn wir das machen, dann haben wir die Möglichkeit, unseren Leuten, unseren Mitmenschen, unseren Bürgern die Idee zu geben, dass sie endlich mal lernen, an sich selber zu arbeiten. Die mentale Medizin ist auf das ausgerichtet, damit der Mensch lernt, zu erkennen, wo er korrigieren muss. Und dann ist fertig mit Verantwortung abgeben. Sondern das ist nachher Verantwortung übernehmen. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich bin ist schon mal der grundlegende Stein, genau. Das Wort, was man eigentlich in sein Leben integrieren sollte. Genau. Ich bin göttlich, ich bin heilend, ich bin so. Gesund genau. Und nicht der Arzt schaut, dass ich gesund bin. Genau. Oder ich muss jetzt mal zum Arzt, ich habe Husten. Und das ist ja heute, die letzten Jahre, die Zahlen von den Arztbesuchen, die steigen ja auch jedes Jahr pro Kopf massiv an, wie viele Arztbesuche das sind. Und da frage ich mich schon, wie bringen wir das zu den Menschen, dass diese Selbstverantwortung, weil heute der Stress, der steigt. Das ist mal das eine. Also heute beide müssen arbeiten in einer Familie. Man hat keine Zeit mehr. Ja. Und jetzt soll ich mir noch Zeit nehmen, um mal gesund zu leben, gesund einzukaufen. Und dann am Schluss soll ich noch die Verantwortung über meine Gesundheit selbst übernehmen. Für was haben wir dann Wissenschaft und Ärzte? Also das ist heute wirklich ein Problem, die Menschen hier hinzuführen. Und da möchte ich noch fragen, du hast gesagt, du machst das seit 12 Jahren. Und versuchst auch, dein Ziel ist es, Ärzte, Psychiater und so weiter, alles in ein Boot zu holen, mit auszubilden oder zusammen zu forschen eigentlich. Wie weit bist du da? Sind da Ärzte, die da mitmachen schon? Das ist eine sehr gute Frage. Ich musste natürlich zuerst, bevor, als ich begonnen habe in diesen 12 Jahren, musste ich diese Erfahrung natürlich selber, und das war ganz, ganz wichtig, diese Erfahrung selber sammeln. Ich musste viele, viele Therapien machen, musste viele Gespräche führen und dann konnte ich Zusammenfassungen machen. Und erst jetzt bin ich soweit, das ist ja auch der Grund, warum ich heute bei dir bin, an die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, wir brauchen diese Möglichkeit. Ich habe hier und da Ärzte, die sich interessieren, was ist Mentalmedizin, die sich interessieren, was steckt dahinter. Aber es sind noch viel zu wenige. Mhm. Und ich möchte das ganz klar und deutlich sagen, wir sind keine Konkurrenten. Mhm. Ich bin kein Arzt, ich werde das nie sein. Sondern ich bin Mentalmediziner. So ist unser Anspruch. Genau, ich muss dich leider hier schnell unterbrechen. Wir sind schon in der Halbzeit. Liebe Zuschauer, wie Sie hören, das Thema ist sehr, sehr breit. Wir sehen uns nach der Pause wieder. Bis dann, vielen Dank. Und hallo wieder, meine Zuschauer. Schön, dass Sie noch dabei sind. Heute mein Gast, der Andreas Lütti von der Schule für Mentalmedizin, der Erfinder der mentalen Medizin, das Original, ein geschützter Titel in der Schweiz. Wir waren gerade noch beim Thema Ärzte. Ärzte, die bei dir eventuell schon die Ausbildung gemacht haben. Wie sieht das aus? Wie geht das weiter? Willst du da noch schnell? Ich musste dich vor der Pause unterbrechen. Kein Problem. Ich habe hier und da Ärzte, die diese Schule machen. Zwei, drei Worte zur Schule. Warum überhaupt eine Schule? Ich habe vor 12 Jahren angefangen, ich weiß noch gut, in Bad Ragaz hatte ich so eine ganz munzig kleine Praxis und da kamen viele Leute und interessant war, dass wir den Leuten, also ich den Leuten viel helfen konnte. Und immer wieder habe ich gelernt, was die gesagt haben, mit Hautkrankheiten, mit Ausschlägen, all diesen Krankheiten. Und ich hatte einen super guten Professor, muss ich natürlich sagen. Dieser Professor hat mir viel die Augen geöffnet und ich habe viel von ihm mitnehmen können. Und das habe ich in der Praxis umgesetzt. Und eines Tages wusste ich, ich muss diese Idee größer machen.
Und da habe ich mir vorgenommen, eine Schule zu gründen und eine Ausbildung zu integrieren, die nicht einfach 2 Tage ist und dann bist du Therapeut, weil das ist falsch, das ist gefährlich, sondern es muss ein Fundament sein. Und ich habe mir gesagt, diese Schule muss 9 Monate sein, so lange wie ein Kind braucht, um auf die Welt zu kommen. Und 3 Monate habe ich mir von Anfang gesagt, ja, das machen wir jetzt für die Prüfung, die Diplomarbeit. Also das heißt, wenn du zu mir zu der Schule kommst, musst du eine Diplomarbeit machen. Und da hatte ich schon Ärzte dabei, aber nicht nur Ärzte, sondern viel Fachpersonal. Also dann Leute aus dem Bereich Krankenpflege, die kommen und etwas, oder auch Arztgehilfinnen, etwas, was ganz faszinierend ist, dass die Leute sagen, warum wird das nicht bei uns in den Schulen gelernt? Genau. Als Nachfolgeschule habe ich gemerkt, dass ich zusätzlich noch eine Heilschule aufbauen muss. Mentales Heilen, Heilen durch Gedankenkraft. Und die geht noch 6 Monate. Also du siehst, da ist ein Fundament dahinter mit dem Thema, wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. Und für mich ist dieses Fundament das Verstehen, warum wir überhaupt hier auf dem Planeten Erde sind, dass das kein Kampfplatz ist, ja, nicht ein Strafplanet. Sieht die meisten heute so aus. Ja, ja, ist aber heute nicht so, sondern wir haben ein Paradies, ein Wunder, die Vielfalt der Erde, die Vielseitigkeit, nur die Vielfalt der Menschen, die verschiedenen Farben, die Gesichter, die Nasen, unsere Körper. Und weißt du, ich denke viel, dass die Leute alles so einfach nehmen. Ein Urknall, bumm, und dann war es da. Und genau diese Leute nehmen den Leuten die Fingerabdrücke und sie können nicht erklären, dass wir, jeder Mensch, das kann man nachweisen, einen anderen Fingerabdruck hat. Ja. Und dass jede Hand andere Fingerabdrücke hat und diese Hand nicht gleich ist wie die. Also gibt es Wunder. Und wenn wir diese Wunder in Zukunft auch in die Medizin einbauen und endlich mal bereit sind, von dieser sturen Idee wegzukommen, dass man Krankheiten entsorgen muss. Der Klient will ja das. Ja. Nimm mir bitte den Blinddarm ab, nimm mir die Krankheit weg, ich habe Rückenschmerzen, ich kann nicht mehr laufen, gib mir bitte Tabletten, damit ich, wenn man diese den Leuten mal zeigen muss, ich sage dieses Wort absichtlich, unbedingt, ja, dass sie ändern müssen, dass sie ihr Leben, ihr Denken, ihre Einstellung umstellen müssen. Und wir haben einen wunderschönen Satz geprägt in unserer Mentalmedizin, die heißt, Heilung heißt immer, einen anderen Weg zu gehen. Heilung heißt nie, den gleichen Weg weiter zu ducken. Und wenn du eine Chemo hast oder mit Nuklearmedizin behandelt worden bist, die ändern nichts. Schon der Name Nuklearmedizin. Das ist ja verrückt, aber das ist ja gegeben, das ist Wahnsinn, klar. Oder? Ja, ja. Wir stellen die Atomkraftwerke ab und heilen mit Nuklearmedizin. Also da muss wirklich, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehe ich auch ein für das, da müssen wir zusammensitzen und mal sagen, Leute, es ist eine neue Zeit. Ja. Und wenn wir von neuer Zeit sprechen, müssen wir auch von neuen Energien sprechen. Wir haben neue Energien. 21.12.2012 war ein Flop für die Esoteriker. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber wenn du denkst, 10% der Weltbevölkerung hat an diesen Mist geglaubt. Nur 10%. Ja, ja, ja. Aber trotzdem muss man sagen, die haben so viel erreicht mit dem. Nämlich die Sensibilisierung, dass wir vielleicht endlich sind. In der geistigen Welt unendlich. Ja. Aber in der erdlichen Welt hier endlich. Und plötzlich kommen Menschen auf diesen Planeten. Ich spreche von Indigo-Menschen, ich spreche von Kristallmenschen, ich spreche von Regenbogenmenschen. Und du siehst, ich spreche nicht von Kindern, sondern ich spreche von Menschen. Weil die Bücher, die sie geschrieben haben, da diese Leute von den Kindern, die sind schön, aber die haben vergessen, dass es schon vor den Kindern Menschen gegeben hat, die auf jeden Fall Indigo waren. Ich spreche da an Mahatma Gandhi von ganzem Herzen an. Ich spreche zum Beispiel die Diana an, für mich ein ganz klares Beispiel. Oder ich spreche den Martin Luther King an. Das waren klassische Indigo-Menschen. Und diese Indigo-Menschen sind nicht schlecht,
sondern die haben eine Aufgabe zu erfüllen. Mhm. Übrigens, wie jeder Mensch eine Aufgabe hätte, wenn er lernen würde, seine Prioritäten endlich zu setzen. Ja, wieder auf sich zu hören, genau. Hinzufühlen. Bei uns heißt es ja, Sinne 2012, hinsehen lohnt sich. Es lohnt sich auch hinzufühlen, hinzuhören. Genau. Und nicht zuzuhören, gell? Genau. Wie die anderen. Sie hören ja. zu und hören nicht mehr, was die anderen sagen. Ja, ich finde dieses Wort sehr interessant. Man fühlt nicht mehr in sich hinein. Also man spürt irgendwas. Und egal wie groß, wie klein es ist, man gibt die Verantwortung eben gleich mal dem Arzt ab, obschon es vielleicht gar nicht nötig wäre. Einer, das ist bequem. Ja. Und wir Menschen, sind wir ganz ehrlich, wir sind bequem. Schau mal die Statistik, wie viel Fernsehen geschaut wird. Wir sind hier im Fernsehen. Schau mal, wie viele Menschen Fernsehen schauen. Ich habe nichts gegen das Fernsehen, im Gegenteil. Wir können lernen, aber wir können auch viel mit unserer Zeit zusätzlich anfangen. Auf jeden Fall. Und heute ist ja sehr viel im Fernsehen, ist nun mal, muss man so sagen, Manipulation. Wirklich einfach, also wenn ich da durch die Programme zappe, ich darf mich da nicht entschuldigen, ich schaue selber ab und zu mal Fernsehen. Gehört aber dazu. Ich habe wirklich die letzten Jahre auch gelernt, nicht mehr jeden Mist mir reinzutun. Genau. Ich schaue heute sehr viel eben, ich sag mal, Dokumentationen, schöne Bilder, Tierfilme, Naturfilme, genau. solche Sachen. Auch wissenschaftliche Erkenntnisse genau. vom Weltraum und gut, so. Da bin ich dann schon mehr wieder im Internet unterwegs, weil da wirklich noch die ehrlicheren Sachen zu finden sind. Das auf jeden Fall. Aber man muss schon sagen, Fernsehen, so wie wir es heute hier machen dürfen, hat ja seinen wirklichen Sinn. So hast du, so haben andere Menschen, die was zu sagen, was geforscht haben, was entdeckt haben, was den Menschen hilft, die Möglichkeit rauszugehen. Absolut. Und es hat noch heute nicht jeder YouTube-Zugang, also ist es gut, gibt es uns hier. Genau, genau. Das, auch dort muss einfach eine Bewusstseinsänderung muss auch da kommen, was konsumiere ich? Und da sind wir wieder bei der Selbstverantwortung. Beim Konsum müssen wir das genauso angehen wie beim eigenen Körper, weil es geht in unseren Körper, als sind wir wieder bei der Eigenverantwortung im ganzen Leben. Du hast vorhin ein sehr bekanntes und sehr interessantes Wort gebraucht. Das Bewusstsein, die Bewusstseinserweiterung. Als Mentaltrainer, als Trainer, bin ich immer wieder unterwegs bei Firmen, bei KMU, aber auch bei Organisationen, um die Sensibilität der Menschen zu fördern. Nämlich zu erkennen, was es heißt, bewusst zu hören, bewusst zu sehen, bewusst zu lieben, bewusst zu spüren, bewusst zu sprechen, bewusst zu kommunizieren. Wir sind sehr oberflächliche Menschen. Nämlich, wenn wir essen, schauen wir fern. Ja, wenn wir trinken, sprechen wir mit den anderen. Ja, wenn du denkst mit dem Handy und all dieses, wir machen nichts mehr bewusst, sondern unbewusst. Und wenn man die Statistik schaut, ist es so, dass der durchschnittliche Mensch heute noch 5% in seinem Leben bewusst lebt. Wahnsinn. Und wenn es uns gelingt, in der mentalen Medizin und auch in der mentalen Gesundheit der Schweiz, in der Schule, im Sport und überall die Menschen zu sensibilisieren, mehr aus sich zu machen. Heino, wenn du denkst, die brauchen circa 10% ihrer Fähigkeiten, brauchen die zum Leben. Ja. 90% schläft. Ja. Und wir sprechen hier von Krankheit und Gesundheit. Ja. Und wir sprechen für eine neue Welt. Und diese neue Welt, die geht in diese Richtung. Die Sensibilisierung des Lebens. Da müssten wir doch aber auch eigentlich bei den Kindern anfangen. Das ist unsere Zukunft. Und was ich mich frage, wieso wird in den Schulen auch da nur Materie gelernt? Alles, was mit Materie zu tun hat, aber ein Kind lernt nicht, wie es mit sich selbst umzugehen hat, wie es sich fühlt, wie es sich wahrnimmt, wie es träumt, was auch immer. Ja. Sein Bewusstsein lernt es nicht. Es lernt nur die Materie und kommt da vom ersten Tag an von Schule eigentlich in Stress, kommt in ein Stresspaket rein, wo es leisten muss, wo Druck aufgebaut wird durch eine Wettbewerbsgesellschaft. Ich muss besser sein als du. Und so geht das ganze Bewusstsein sich gegenüber und eben auch ein Stück Selbstliebe
geht verloren. Absolut. Ich habe heute schon mal die Frage gestellt, ich stelle sie noch einmal. Könnte das gesteuert sein? Ich denke schon. Wer hat Interesse, so etwas zu tun? Schau, wir haben ja heute spezielle Schulen, möchte sie nicht erwähnen, sonst heißt es, ich mache Werbung. Nein, das darf, aber du darfst hier das sagen. Ich sage, die Steiner Schule, die Waldorfschule, ja, es gibt noch andere Schulen. Ich habe meine Tochter in dieser Schule drin, meine beiden Söhne, die sind in eine normale Schule gegangen. Ja. Und ich sehe, was die da machen. Die haben jetzt ein Theaterstück aufgeführt, die 8. Klasse. Die führen immer ein Theaterstück auf. Und die machen von der Geschichte bis zum Endprodukt, bis zum Abend, machen die alles selber. Jeder hat 2 bis 3 Rollen. Ja. Und dieses Theaterstück geht 2,5 Stunden. Ja. Und die machen von der Reklame alles. Ich habe gelernt, dass man in der Schule auch lernen kann, zu organisieren, zu delegieren, viel intensiver diesen Stoff zu inhalieren auch. Ja. Die 4 Elemente haben sie aufgeführt. Und das war so köstlich, wie die 4 Elemente gespielt haben. Und wenn du heute fragst, 4 Elemente oder 4, man sagt auch die 4 Typen, die es gibt, dass da wenig vorhanden ist, der Choleriker, der Phlegmatiker und so. Und diese Kinder haben das gespielt. Ja. Und das selbst entwickelt? Die haben das mitentwickelt. Das ist natürlich eine Geschichte gewesen, die sie genommen haben. Okay, haben sie es mitentwickelt. Für mich heißt das ganz klar, es gibt eine Wendezeit. Darum bin ich auch hier. Und diese Wendezeit heißt nicht Krieg, noch Hass, noch Neid und Missgunst, sondern diese Wendezeit heißt Liebe. Ein einziges Wort. Liebe, nur die Liebe. Und das Verrückteste ist, die meisten Menschen meinen, es ist Liebe zum Nächsten. Ich liebe dich. Nein, es ist die eigene Liebe zum eigenen sich selbst, zum eigenen Menschen. Mhm. Und wenn wir diese Liebe nicht haben, verlernt haben, konnte ja auch gesteuert sein, dann können wir nicht mehr lieben. Und wenn wir nicht mehr lieben können, kommen wir automatisch, und jetzt kommen wir ins Hauptthema, in die Disharmonie. Und sobald wir Menschen in der Disharmonie sind, der Mentalmedizin, heißt das gleich Krankheit. Ja. Aus der Mitte kommen, aus der Mitte sein. Ich bin ein bisschen verrückt. Und verrückt sein heißt ja aus der Mitte sein. Aber wenn der Mensch in seinem Leben aus der Mitte kommt, ist das tragisch. Ja. Und wir alle, ich zähle keine Berufe auf, wir alle müssen lernen, umzudenken. Weil wenn wir nur noch auf Krieg und Hass und wenn du schaust, was in der Welt im Moment passiert, müsste man eigentlich sagen, spinnen wir eigentlich? Denn die Welt wäre viel schöner. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Viel interessanter. Ja. Die Vielseitigkeit und alles. Aber wir lernen das nicht mehr zu schauen. Ja. Also heißt mentale Medizin oder auch mentale Gesundheit in der Schweiz ein Umdenken, und zwar auf der ganzen Linie. Ja. Wir haben verlernt zu denken, wir haben verlernt, die Beeinflussung von uns selbst selber in die Hand zu nehmen, wir haben verlernt, bewusst zu leben, und wir leben, oder anders gesagt, besser gesagt, wir werden gelebt. Wir werden gelebt, ja. Genau, und eben gesteuert. Das ist und manipuliert. Und manipuliert, ja. Genau. Ich verstehe das auch, ich bin auch Geschäftsmann. Ich verstehe das auch, dass wir Geld verdienen müssen, logischerweise. Aber wenn das auf die Kosten der Krankheit geht, dann müssen wir ändern. Einfach von Mensch und Natur. Und heute geht ja alles, die ganze profitgesteuerte Wirtschaft geht auf Mensch und Natur. Von der Arbeitskraft bis hin zu diesen Gegenden, wo die Menschen wohnen oder heute eben nicht mehr wohnen können, wo sie Tausende von Jahren gelebt haben und heute die Natur zerstört ist. Was ich da eigentlich noch, du hast ja auch zu verschiedenen Themen, hast du Bücher geschrieben. Ja. Welches Buch ist, wo du am meisten eigentlich über diese Themen, wo sie zu Hause, die Menschen zu Hause, am meisten über solche Sachen mal erfahren können, der Einstieg machen könnten? Weil ich möchte eigentlich dann noch wissen, dass wir auch draußen den Zuschauern auch sagen könnten, wie können sie selbst beginnen, zu Hause mit sich selbst umzugehen, sich selbst wieder besser zu fühlen, das wahrzunehmen. Ist schön. Ja. Ja.
Was kannst du da unseren Zuschauern raten? Warum schreibt ein Autor ein Buch? Aus diesem Grund, das Bewusstsein der Menschen zu verändern. Und ich habe meine Bücher geschrieben natürlich auch für meinen Professor als Dissertation zum Abschluss. Das war natürlich sehr schön, dass man das so verwenden kann. Und ich habe eigentlich zwei Bücher, die ich sehr, sehr gerne den Leuten empfehlen würde. Die zwei Bücher, sind auch meine Dissertation, die ich da gebraucht habe. Und zwar, das eine heißt Zeitwende. Und diese Zeitwende, das ist ein Buch, das eine CD hinten drin hat. Das habe ich geschrieben in Lanzarote. Ich habe meine Bücher in Lanzarote geschrieben, weil ich brauche da ein bisschen die Geschichte von, danke vielmals, die Geschichten vom Meer und so. Die Zeitwende heißt, handle jetzt, es ist dein Leben. Und im Namen deines Herzens, wir müssen wegkommen von diesem verstandeslogischen Denken, wir müssen wieder in die Herzgegend kommen. Und glaub mir das, Heino, das ist der längste Weg der Menschen vom Verstand ins Herz. Das ist ein Buch, das ich empfehlen würde, das kann man im Internet runterladen. Das gibt es im E-Book-Shop, ich habe etwa 100 Bücher drin und eines, das ich nicht mehr gedruckt habe, weil es im Internet drin ist, ist Jenseits deiner Träume. Das ist ein Buch, wo man lernen kann, was bedeuten die Krankheiten, was bedeuten die Symptome, was bedeuten die Organe. Es ist ein Buch, das sehr, sehr intensiv über diese Geschichte Auskunft gibt. Und viele haben mich gefragt, warum kommst du zu einem solchen komischen Titel? Ist nicht komisch, sondern Jenseits deiner Träume ist nichts anderes als hier und jetzt zu leben, nämlich bewusst zu leben. Ja, ja. Habe auch zwei Bücher geschrieben mit einem Freund zusammen über Burnout. Das ist ein Riesenthema im Moment, wo wir da geschrieben haben, was kann man machen. Und da sind noch etliche andere Dinge. Habe auch ein Märchen geschrieben. Ein zweites folgt jetzt gleich, dass man auch alles über dieses Internetportal runterladen kann. Und das Märchen hast du, glaube ich, auch als Hör-CD. Ist das genau, richtig? Genau, das ist genau. Hier. Ich zeige das schnell. Und Was ich ganz klar empfehlen kann, ist wirklich, wie du das erzählst. Dein Enthusiasmus, deine Freude, wie du das erzählst, das muss die Kinder mitreißen. Das ist fantastisch. Ich sage dir schnell, wie das entstanden ist. Ich bin im Emmental aufgewachsen, bin sehr glücklich aufgewachsen und ich bin ein großer Wolkengucker. Für mich sind die Wolken, das ist etwas ganz Spezielles. Und da habe ich immer gesehen, wenn die von Bern nach Langnau gekommen sind, habe ich immer gesehen und habe gedacht, da sitzt oder da steht einer drauf. Und stell dir vor, was der da unten sieht, was wir machen. Aber das als kleiner Junge habe ich das gedacht. Ja, und ja, dieses ja. Märchen handelt um Nuck, den Wolkenreiter, der da oben wohnt und den Kindern sagt, um was es geht. Nicht schlecht. Ja. Das nächste, ich jetzt fertigstelle, ist ein großes Schiff auf dem Blienzesee, ein Dampfschiff, hat 100 Jahre Jubiläum, also die ganze Organisation hat 100 Jahre Jubiläum. Und die Lötschberg, genau. Wir ja sagen, und genau, ja. Ich habe über die Lötschberg habe ich ein Märchen geschrieben und die Lötschberg kann sprechen. Und das ist verrückt. Ja. Also ich sagte, ich habe manchmal ein bisschen selber Tränen gehabt, dass es möglich ist, dass man das so verpacken kann. Ja. Also du siehst, für mich ist das sicher die Krankheit, die Heilung und all das Ganze ist sehr wichtig. Aber auch die Möglichkeit, dass wir den Leuten erzählen, sagen können, komm aus deinem Schneckenhaus raus. Du hast eine Begabung, eine Berufung, ein Talent. Und 90% der Schweizer, die sterben mit 30. Und mit 70 lassen sie sich beerdigen. Ich denke, es sind nicht nur die Schweiz. Nein, sicher nicht. Ich lebe in der Schweiz. Ja, klar. Für mich ist das Wichtigste, dass wir lernen, diese Talente, die jeder Mensch hat, endlich mal zu lernen, zu leben. Ja, ja. Und in meinen Büchern und meinen Vorträgen und meinen Seminaren und auch in der Schule geht es immer darum, die Menschen zu motivieren, jetzt mach endlich etwas aus deinem Leben. Ich habe selber einen Club, wo wir begeisterte Unternehmer einladen und unseren Leuten zeigen, schau mal, das ist ein Kapitän, der fährt ein 500-Meter-Schiff. Oder ich habe nächste Woche eine Triathlon-Spezialistin, ein Weibchen, da kannst du nur staunen. Ja? Und das ist mein Ziel, dass man die mentale Gesundheit auf diese Möglichkeit einführen kann. Ja. Verändere dein Leben. Und das Verrückteste ist,
das Leben verändert sich. Auf jeden Fall. Sofort, sofort. Wenn ich heute beginne, merke ich morgen eine Veränderung. Sicher. Und ich denke, darum habe ich so Freude auch. Ich werde mir die CDs dann auch noch anhören. Schenk sie dir dann, der Rest noch. Ich bin so gespannt, sicher. Das ist wunderschön. Und ich denke einfach, das ist der Beginn, wirklich auch die neue Zeit einzuläuten. Das heißt ja nicht, eben der 21.12. Peng, morgen ist alles anders, was eben auch in den Medien so kommuniziert wurde. Wer aber weiß und gewusst hat, hat immer gesagt, das wird nicht so sein. Es kommt eine Zeitenwende, es werden über genau. lange, lange Jahre neue Energien kommen, genau. es wird über Generationen die Menschen verändern und so in ein goldenes Zeitalter führen. Bin ich überzeugt auch, ja. Ich auch, 100%. Ja. Ich spüre es ja schon jetzt, wie eigentlich auch die letzten paar Jahre so viele gute Menschen angefangen haben zu handeln, was aufzubauen, die Organisationen, die für bessere Welt und unsere Kinder einstehen. Und darum denke ich, das ist der Weg, nicht nur für die Erwachsenen, die Schulungen, die Bücher und so weiter, sondern bei den Kindern, weil die werden das ins Erwachsenealter reintragen, was sie als Kind mitnehmen durften. Und da möchte ich vielleicht jetzt, wenn wir schon noch bei den Büchern sind, dass wir noch schnell mal zeigen, du hast angesprochen, wegen dem Shop, wegen den E-Books, dass wir das vielleicht schnell mal zeigen. Können wir das einblenden? Ist schon geschehen. Da haben wir hier als erstes mal Seminare und Vorträge. Also auch da können Sie eigentlich zu jeder Zeit nachschauen, wo der Andreas Lütti als nächstes seine Vorträge hält, die sehr viel verschiedene Themen beinhalten und wirklich empfehlenswert sind. Okay. Weiter geht es zu den Ferienseminaren. Ich glaube, da gehst du mit deinen Klienten nach Mallorca. Meistens. Das ist ja eine Energieinsel. Das machen wir seit 14 Jahren. Und da lernen wir auch mit Delfinen zu arbeiten. Ja. Also ich bin der Einzige, der das anbietet. Heute gibt es viele Nachahmer. Aber wir gehen dort, und das ist etwas Wunderschönes, dass man das machen kann. Mit dem Ferienseminar, für mich auch Ferien und Arbeiten zusammen. Wie ist das, da frage ich noch schnell nach, mit den Delfinen. Sind das Delfine, die irgendwo in den Becken sind, die da gehalten werden? Ja. Weil ich habe jetzt von neuen Formen gehört, die Delfine, die wollen uns helfen. Und ich habe jetzt von neuen Formen gehört, haben die riesige Becken eingezäunt, aber da ist ein Loch drin. Ja. Und die Delfine, wenn da Menschen sind, die Hilfe brauchen, therapiert werden, kommen die Delfinschulen selber in diese Becken. Das ist ganz verrückt. Und da kann ich dahinter stehen, wo ich einfach Mühe habe, wenn man den Delfin zu unserem Therapeuten verknurrt. Finde ich ganz gut. Wir gehen nie therapieren zum Delfin, sondern ich möchte gerne, dass die Menschen den Delfin kennenlernen, von seiner speziellen Art, dass sie ihn berühren können. Ich habe eine Freundin, die ist Meeresbiologin und die arbeitet im Marineland und das gibt es auf der ganzen Welt. Ja, die sind führend in Bezug auf Forschung und diese Forschungen, die sie in den Becken machen, die nützen nachher den Meeresbiologen, wenn sie draußen sind. Okay, muss sehen, ein Männchen, wir haben den Blue in Palma, der Blue, der kann 10 Jahre länger überleben, als wenn er direkt im Meer schwimmt. Das muss man auch mal sagen. Mhm. Und dieser Blue hat natürlich 4 Weibchen und da geht die Post ab. Und wir erleben viele schöne Dinge mit diesen Dingen. Ja. Mallorca ist ein Riesenerlebnis. Sie können bei uns den Prospekt verlangen, ist auch im Internet runterladbar. Das ist wichtig. Ja, wir haben jetzt noch 3 Minuten. Okay. Also, möchtest du noch ganz kurz auf das Malen zukommen? Ja. Ich kann nicht nur immer für Menschen da sein, die krank sind. Wir haben ja voran diese Menschen, die da sind. Wir machen auch Bilder. Und die Bilder, das sind Bilder, die wir malen zusammen in einer Malakademie, wo wir manchmal alle 14 Tage, alle Monate einmal 10 Leute einladen und da wird ein fixfertiges Ölbild gemalt, so ein Landschaftsbild. Wenn du das bei dir hängen hast zu Hause, kommen die Leute zu dir und sagen, wer hat das gemalt? Und du sagst, du selber. Sagen sie, wo hast du das gemalt? Haben gar nicht gewusst, dass du dieses Talent hast. Es ist eine ganz spezielle Lehre, die wir haben. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir noch 2 Minuten Zeit. Da möchte ich eigentlich meine Gäste noch fragen, ist noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Dann hättest du jetzt noch
deine Minute zum Abschluss machen. Danke herzlich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war wunderschön, mit dir das zu machen. Danke. Ich habe mich sehr gefreut, habe mich sehr wohl gefühlt. Was wir in Zukunft machen sollten, ist eine Sendung, wo regelmäßig jeden Monat einmal kommt und wo die Leute Fragen stellen können, was ist, wenn ich diese Krankheit habe, was ist in der Mentalmedizin die Lösung. Ich möchte keine Konkurrenz sein zu den Ärzten, sondern ich möchte eine Ergänzung sein, dass wenn die Krankheit weggeht, dass sie auch wegbleibt. Ja. Das ist ein großes Anliegen. Und wir haben heute keine Zeit gehabt, über die Botschaften zu sprechen. Geht so schnell vorbei. Wir haben viel gesagt, glaube ich. Aber Heino, das ist ein Zeichen, dass es interessant ist. Ja, genau. Und ich glaube auch, das, was wir schon vorhin vor der Sendung miteinander besprochen haben, dass wir da etwas miteinander noch machen werden. Ich würde da eigentlich auch die Zuschauer ermahnen, wenn sie auch interessiert wären, wenn das auch ein Bedürfnis ist draußen, dass wir so Beratungen machen könnten, wo man rein anrufen kann, fragen kann, seine Krankheit beschreiben kann und vielleicht können wir oder vor allem der Andreas einen Wink geben in die richtige Richtung, das Leben zu verändern, an die Ursache zu gehen, sich selber zu fühlen und am Schluss auch zu heilen. Jetzt sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Ich möchte nicht versäumen, ich glaube, ich habe am Anfang vergessen, vom Severino Sacitananda den Vortrag, das Datum richtig zu sagen. Es ist der 25. April, Donnerstagabend in der Hotel Krone in Thun. Bitte melden Sie sich an. Jetzt möchte ich mich noch recht herzlich bedanken, dass Sie zugeschaut haben. Danke Ihnen, auf Wiedersehen, bis nächsten Monat, wieder dem zweiten Donnerstag.